Hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich liege zwar in meiner verschützten Achsel. Irgendwie sieht's weird aus. Wir sind gerade in der Wohnung und es wird jetzt der erste richtige, also Umzugs-Umzugs-Vlog, dass wir jetzt, ja, ich bin überfordert. Willst du vegetarische Döner? Hast du auch so Hunger? Du willst unbedingt diesen Kacksdöner. Ja, vegetarisch. Ich habe noch nie einen vegetarischen Döner gegessen. Echt? Was du ist da drin? Vegetarisch? Genug Gemüse, oder? Was denkst du, dann Fleisch, oder? Nee, vielleicht Tofu. Nee, ist du vegetarisch. Dann Döner. Ist das ja wie Pita. Ja, Falafel kann man auch immer. Nee, ich will keine Falafel. Wir hatten gerade ganz viel Unterstützung von Shoshi und Marcelo, seinem Dad, die uns geholfen haben, die ganzen Kartons hier reinzuräumen. Zeigen wir euch gleich. Ja, Gruppe, gehen raus. Ganz viele haben unter die letzte Roomtour geschrieben, Nicole, wieso macht ihr einfach nicht die Rollläden zu? Das wäre einfacher als zu zensieren. Dann ist es hier aber dunkel, dann seht ihr nicht den Charme dieser Wohnung. Deswegen machen wir das nicht. Deswegen gucken wir heute, dass wir bitte nicht so viele Fenster filmen, weil ich habe keinen Bock, dass wir alles zu zensieren. Das riecht kacke. Was ich als erstes dir Hand in Hand klären würde, ist, was machen wir jetzt? Ich würde jetzt einen Döner bestellen. Ich meine es gerade mal ernst, gell? Ich würde jetzt einen Döner bestellen, dann essen wir mal, beruhigen wir uns ein bisschen. Und dann tun wir mal alles aus den Kartons raus. Alles. Nein, du, das ist notwendig. Ich würde als erstes vielleicht dann die großen Sachen aufbauen, oder? Ja. Also Tisch aufbauen. Sonst vielleicht können wir heute noch die Gläser abwaschen. Das wir können heute alles waschen, einen Waschdurchgang. Richtig geil. Morgen kommen nämlich die Handwerker, die uns die Couch, das Bett aufbauen. Dann Telekom kommt morgen. Waschmaschine, Trockner kommen morgen. Boah. Huch. So viele Menschen im Haus. Krass, ist ja wie auf dem Jahrmarkt. Von Bauarbeitern eigentlich eine Brezel, so kenne ich es von zu Hause, dass die immer was bekommen haben zu essen. Wie war es bei euch? Ja, schon. Meine Eltern haben auch immer Sollen wir davon zum Bäcker und so ein Brezel? Meine Eltern haben auch immer so Kaffee und so vorbereitet. Wir sagen so, sorry, wir haben nur Döner. Was wollt ihr? Vegetarische Döner, Döner mit Fleisch, Döner Jufka. Nee, du. Ja, aber brauchen die so lange, so eine Couch aufzubauen? Dann geben sie sich richtig Mühe. Ich hab die Erfahrung gemacht, Bauarbeiter, die Brezel bekommen, arbeiten besser. Gut, dann geben wir die paar Cent aus. Ja. Also hier liegen schon ganz viele Kartons, wo wir später auch den Tisch aufbauen. Hier auf unserem, ihr wisst, was ich meine, Kochinsel liegen auch nochmal ganz viele Kartons, wo wir alle auspacken müssen. Hier in den Regalen haben wir schon echt gute Arbeit gearbeitet, alles klar, und haben schon ein bisschen was eingeräumt. Aber ihr werdet ja auch bald eine Roomtour dann irgendwann bekommen, wo ihr das alles seht, was da drin ist. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Mein ganzer Stolz. Marceline? Guck mal, findest du das? Ja, ist schön, wenn du das hier hast in deinem Zimmer. Boah. Aber auf die graue Wand, da können es richtig heftig sein. Da kommen auch zwei hin. Ich bin ja noch heftig genug. Finde ich cool. Hier kommt nämlich das Sofa hin. Oh. Ja, da aber das will so, ich sehen. Das da kommt noch sehen. So ein Art Sofa und dann kann man das richtig geil, denke ich mal, kombinieren. Ich habe noch andere zwei. Ja, hier sind drei sogar. Hier haben wir auch schon ein bisschen von meinem Kosmetikzeug. Schnell einmal hoch. Hier oben bauen wir jetzt gleich noch den Schreibtisch auf. Haben da hinten schon so Bügelsachen. Oh, meine Taschen. Döner. Und hier sind dann auch schon die Sachen vom Schlafzimmer. Hier ein paar Kissen und so. Wandhalterung von unserem Fernseher, der hier irgendwie hinkommt. Schminktisch. Ich muss gerade so aufpassen, damit ich nicht die ganze Zeit die Fenster zeige. Das ist so schwierig ohne Rollläden, ohne Vorhänge. Schminktisch, den wir heute nicht aufbauen. Wie schade. Okay. It's the final countdown. Du. Hab schon herausgefunden, hier kann man richtig gut singen. Alter, ich fühle jetzt schon so die Filmperspektive hier. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich die Einzige bin, die Dosen einfach so widerlich findet. Weiß nicht. Ich kann auch fremde Getränke, die ich noch nicht getrunken habe, will ich nicht trinken, weil ich dann Ekel bekomme. Und boah. Da zuckt es mich komplett durch. Also ich meine es echt nicht böse, aber ich finde Dosen und aus Flaschen trinken, finde ich so schlimm, das kann ich nicht. Und zu Hause trinke ich manchmal aus meiner Wasserflasche, aber ich kann das nicht. Auch Strohhalm finde ich nicht so geil. Ich brauche einfach ein Glas. Random information. Nice. Krieg ich noch ein Glas? Die Leute gerade erzählt, wieso ich das so kacke finde, so Becher. Oh Mann. Aber tun wir das denn jetzt in deinem Büro?
Jo. Paar Tage. Hey Leute, wir sind fix und fertig. Jetzt geht's weiter. Nicole baut gerade ihren Schreibtisch zusammen. Aber langsam kommt der Hunger und deswegen werden wir ein bisschen schlechter drauf. Aber wir kriegen das hin, oder Schatz? Müssen wir. Aber man merkt schon, dass es schon ein bisschen... Wir haben halt vorhin 2 Stunden lang diesen scheiß Schuhschrank aufgeräumt und am Ende haben die einfach einen Lieferfehler gemacht und uns 2 gleiche Schranktüren geschickt. Soll ich dir mal kurz zeigen? Ja, zeig dir mal. Leute, ich zeig euch den mal kurz. Der Schuhschrank an sich mega nice. Problem ist nur, die haben uns 2-mal die rechte Tür geliefert. Das heißt, es gibt erstmal eine negative Bewertung bei Amazon. Plus, wir geben hier die kleine Reklamation, dass wir das hier nochmal bekommen. Vielleicht kriegen wir den Schuhschrank ja jetzt deswegen umsonst. Auf jeden Fall, der ist mega schön geworden. Wir haben den hier gerade aufgebaut, 2 Stunden. Und jetzt geht's weiter. Nicole gibt schon alles. Die Bauarbeiterin. Eigentlich geht's so einfach, diesen Schreibtisch aufzubauen, aber ich war einfach so dumm. Wir sind so durch. Ich hab's wirklich richtig verkackt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schnell zu Marcello. Abendessen, weil sein Papa hat gekocht. Und dann fahren wir wieder hierher und machen Nachtschicht. Weil morgen kommen hier wieder Bauarbeiter. Und die brauchen Platz. Und bis dahin wollen wir eigentlich fertig sein. Und Schatz, wie viel Prozent sind wir vorangekommen? Schon weit. Ich würde sagen 10%, wenn überhaupt. Nee, ja. Wir haben noch nicht mal die Kartons ausgepackt. Das ist nicht das Schwierige. Ist sowas wie Schuhschrank, Lampen und sowas. Das ist das Schwere. Und wir haben jetzt das Letzte. Und vor allem das Wichtigste ist, alles in der Wohnung drin. Das Allerwichtigste. Ich bin voll unzufrieden. Ich bin richtig unzufrieden. Ich finde, dass wir nicht weit sind. Ich, guck mal, wir haben den Tisch noch nicht. Ja, aber es macht auch Spaß heute Abend, oder? Ja, oder? Vielleicht habe ich auch einfach Hunger und bin das so nett. Ich glaube, du hast Hunger. Nachher was zu sagen, oh krass, wir kommen in die Wohnung. Jetzt ist schon ein Schuhschrank da. Cool. Gell, gute Laune am Stufenpoint. Genau, immer positives Denken, gell. Das gibt's bei mir nicht. 1,5 Stunden später, nach einer kurzen Pause, wo wir gegessen haben. Wir haben Spaghetti gegessen. Ja. Jetzt, ich glaube, wir sind jetzt auch wieder fitter, es hat jetzt alles auch viel besser geklappt. Jetzt haben wir einen neuen Arbeitsplatz, müssen wir noch gucken, wie sehr es nach vorne muss wegen meinem PC. Aber ich würde sagen, der Platz ist gut genutzt. Hier haben wir meine Unterlage, dass der Boden nicht zerkratzt. Sieht richtig toll aus. Gell, ja, sieht cool aus. Provisorisch haben wir natürlich hier noch so eine Kleiderstange, ja, damit wir einfach ein bisschen Klamotten hier bunkern können. Da werden dann erstmal die Klamotten aufgehangen, weil wir machen ja den Kleiderschrank selber, also ich meine oben selber. Und du hast deine auf Ikea bestellt, die Innenausrichtung. Und bis das halt alles fertig ist, dauert noch ein paar Wochen. Bei Marcello 3, bei mir ein paar Tage. Ja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit auf die Reise. Ja. Stabil. Wir haben ihn direkt mit der richtigen Seite zu uns. Wenn hier ja die Tischbeine langkommen. Ey, Schatz, der sieht ja so schön aus. Das ist echt traumhaft. Boah. Das passt ja jetzt so gut, dieses Holz zum Beispiel in Kombi hier mit dem hier oben. Genauso wie in Kombi mit unserer Bestickschublade. Richtig, richtig schön. Und dazu gehören noch diese Füßlein, die wir jetzt gleich da dran machen. Muss man halt echt gucken, dass die Tischbeinchen fest sind, ne? Mhm. Ey, der sieht schon schön aus. Und wer hat's geschafft? Ich hab's geschafft. Warte. Ich bin gespannt. Du warst eins. So Leute, was sagt ihr? Also wir fanden den Tisch so schön. Wir haben den jetzt von Amazon. Wir haben tatsächlich nirgendwo in keinen Läden vor Ort, obwohl die noch offen hatten, so einen Tisch gefunden. Wir wollten von Anfang an so ein wirklich Massivholz, auch dass hier so kleine, ich sag jetzt mal, Macken drin sind. Ich find's schade, dass da nur eine ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich hätte gerne mehrere. Ach Baby. Wir sind im Restaurant, in einer Pizzeria. Da gibt's sowas ab und zu. Voilà. Und nicht zu vergessen, für unsere Gäste immer nur das Beste. Da ist nicht mal was drin. Also Französisch, was ich gerade gemacht habe, gell? So ein bisschen dieses. Ich weiß nicht. Oh la la, was haben Alter, wir denn Alter, das sieht so schön aus. Aber jetzt wäre noch die Lampe richtig geil, Schatz. Also da können wir ja noch eine Lampe hinmachen. Aber müssen wir jetzt gucken, oder vielleicht könnt ihr das gleich auch mal abstimmen oder auf meinen Insta abstimmen. Wollen wir auf meinem Insta abstimmen lassen, was für eine Lampe wir da hinhängen? Können wir machen. Ja, wir haben 2 richtig geile Lampen, wir sind uns nicht ganz sicher. Ich habe schon einen Favoriten, aber mal schauen. Leise machen. Ich fühle mich gestört. So penetrant. Das Geräusch. Hallo! Kannst du es leise machen? Ich fühle mich in meine Freiheit eingeschränkt. Warte kurz. Nein! Wir haben ein Wasserspender.
Wasserspender von seiner Mom bekommen. Falls ihr nicht wisst, was es ist, man kann da Leitungswasser reinmachen, dann kommt mit gefiltert, also die Hormone und so kommen raus. Und die müssen wir. Mineralien kommen rein. Genau. Und die müssen wir noch entgiften und so. Entgiften? Nee, vorbereiten. Ja, einfach ready machen. Die gibt es sogar aus Holz. Schau mal, die sehen aus wie ein Fass. Alter. Krass. Ich hab die untere Kugel, die Glaskugel. Ich hab die obere. Ah, scheiße. So, das mit dem Wasserspender wurde gerade ein kleiner Fail, der ist uns so ein bisschen undicht. Wir wissen jetzt noch nicht ganz, wie wir das machen. Wir fragen einfach Marcelo seine Mom, weil die hat uns den auch geschenkt und die hat den auch selber, also die haben den auch selber. Die weiß, wie das funktioniert. Wir haben jetzt gerade noch einmal die Spülmaschine eingeräumt, ja, und haben unser ganzes Besteck da rein, also relativ alles. Die anderen sind dann nur noch die Tage und die Teller und alles. Boah, jetzt läuft so was aus. Ich hätte nicht daran Bock. Aber hast du gerade zugehört? Damit wir das morgen alles schön einräumen können. Morgen tun wir noch die waschen. Ja, die ganzen Sachen, dass wir da heute schon das Essen einräumen können. Ich habe noch ein bisschen Essen aus der Wohnung mitgebracht, also so Leinsamen und so ein Zeug, das halt irgendwie nicht kaputt geht. Ja. Und Schatz, was hältst du von den Sachen? Finde ich geil, ich bin nur ein bisschen müde, deswegen freue ich mich so krass, aber ich bin einfach nur müde. Oh ja, das sind die Gewürze, wo ich dir zeigen wollte. Die können wir dann noch direkt auffüllen. Willst du die links oben einfach mal hintun, dass ihr die morgen öffnen? Oh geil! Weißt du, wohin das kommt? Vegane Nutella. Ich mein Kühlschrank einfach mal so ein Kühlschrank. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip, vegane Nutella, geil. So Leute, ich bin jetzt hier fürs Schlafzimmer zuständig. Das jetzt hier ein bisschen aufzuräumen, damit die Handwerker hier morgen das Bett ausbauen können. Ich bin schon komplett durch, ihr merkt schon. Schatz, was stellst du an? Deine Fußmatte. Lul, cool. Komm mal kurz. Ich würde jetzt hier meine Klamotten reinräumen, aber ich brauche kurz Hilfe, den Schminktisch mehr in die Ecke zu räumen. Wie hast du das alleine gemacht? Ich habe das mit deinem Dad gemacht. Also. Schatz, soll ich für dich Socken mitnehmen für morgen? Ja. Ich habe hier noch zwei frische von dir. Karton, Karton. Gebong, gebong. Ich hoffe, der Vlog ist jetzt nicht viel so lang. Ich versuche die ganze Zeit, euch die Vlogs wirklich so kurz wie es möglich zu halten. Ihr sagt zwar, ich soll die wieder lang machen, aber ich habe das Gefühl, ihr mögt es einfach mehr, wenn die kurz sind. Auch wenn es nicht so viele sagen. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so und gebe mir ganz viel Mühe, dass die wichtigsten Infos und die coolsten Stellen in diese kurze Zeit zusammenkommen. Also so können wir doch das Schlafzimmer erstmal stehen lassen. Wenn dann hier morgen das Bett kommt, dann haben die, denke ich mal, genug Platz. Kann ich jetzt runter? Ja. Liegt da meine Hose? Ja. Nice. Ach, lol. Sie hätte es gesehen. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn die Tür aufgeht. Aber hier ist keine Tür. So geil. Auf Amazon gibt es so geile Teppichsprüche. Wir haben uns echt den Arsch abgelacht, als wir welche rausgesucht haben, gell? Wir haben so gelacht. So, wir machen gerade noch was. Ich mache gerade schnell den Teppich so hin, dass morgen die Handwerker auf dem Teppich die Couch aufbauen können, damit sie den Boden nicht verkratzen. Weil wie gesagt, da müssen wir richtig vorsichtig mit sein. Jetzt gerade, wo die Rollläden zu sind. Könnt ihr das jetzt hier auch mal ganz entspannt sehen. Wir haben jetzt eine andere Couch gefunden zum Glück und wahrscheinlich kommt der Fernseher hier oben hin oder hier an die Seite. Das werden wir aber im nächsten Vlog entscheiden, also seid im Start. Sind sie außer Atem? Ich helfe ihnen gleich. Den trage ich runter. Ich ziehe mir gleich meine Jacke an und dann komme ich. Wie sich das mit dem ganzen Tag vorkommt. Mach halt deinen Fusi weg. Du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das... Ich hatte aus Versehen vergessen, mein Ende zu drehen, deswegen ciao, am Sonntag kommt der nächste Teil.